Herzlich willkommen zum ultimativen Leistungstest der Höllenmaschine Ultra VR. In diesem Video testen wir den Speicher, die Grafikleistung, die CPU. Wir werfen einen Blick auf den Stromverbrauch und die Temperaturen und wir schauen uns auch das Gewicht der Maschine an. Also, los geht's. Bevor es jetzt losgeht mit dem Test, müssen wir noch ein paar Sachen erklären. Zum einen haben wir hier ein Testgerät, das seht ihr hier auch, das hat schon einen leichten Bildfehler, also der Gewinner bekommt einen nickelnagelneuen Asus Monitor und wir haben noch eine Ersatztastatur momentan am Start, weil ja die MX-Boards von Cherry, die kamen im amerikanischen Layout, die werden jetzt noch umgerüstet und wir hoffen, dass wir sie rechtzeitig zur Gamescom dann wieder da haben, weil wir wollen sie ja verlosen. Das Video zur Verlosung findet ihr übrigens hier. Ja, und was ihr immer im Blick behalten solltet jetzt bei dem Test, das sind die beiden Strommesser hier. Links misst für den Monitor, da sind wir jetzt gerade bei 48,49 und hier die Höllenmaschine Ultra VR, die ist bei 255 ungefähr. Das ist der Idle-Verbrauch und ihr müsst dann halt gucken, was so passiert, wenn wir dann die Tests laufen lassen. Jetzt fängt der Fritz an mit der CPU und der Grafikleistung. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, haben wir mit der Bauer, einem der besten deutschen Overclocker, zusammengearbeitet, um auch das letzte Quäntchen an Leistung aus der Höllenmaschine Ultra VR herauszuholen. Ihr könnt euch das Video hier angucken, wir blenden es gerade ein und da seht ihr dann auch nochmal, welche Taktraten wir benutzen. Aber ich erkläre es euch hier in dem Video auch nochmal. Die Intercore i7-6059X CPU läuft mit 4,4 GHz, standardmäßig läuft sie nur mit 3 GHz. Die CPU wurde ja bereits getestet, aber hier blende ich das Ergebnis für euch nochmal ein. Wir haben hier eine Punktzahl von 2232 Punkten mit dem übertakteten Prozessor. Im Vergleich jetzt mal der Prozessor der Höllenmaschine S7, der 569X, der ebenfalls auf 4,4 GHz übertaktet war, haben wir lediglich eine Punktzahl von 1707. Also wir sind hier deutlich drüber, natürlich unter anderem auch dank der Übertaktung und dank der neueren Architektur und der 10 physikalischen Rechenkerne. Ähnlich schaut es auch bei den Grafikbenchmarks aus, die wir im 3D-Markt gemacht haben. Wir haben hier die Ergebnisse aufgelistet. Und zwar könnt ihr hier sehen, haben wir die Ergebnisse im Firestrike Extreme. Wir haben 18.994 Punkte erreicht. Der GPU-Takt beläuft sich auf 2150 MHz bei den beiden GTX 1080 von Asus und damit liegen wir in der sogenannten Hall of Fame. Also wir haben hier Firestrike Extreme, müssen natürlich filtern nach zwei GPUs und wir landen hier auf Platz 37 mit dieser Punktzahl. Im Vergleich jetzt links hier, die Höllenmaschine 7 kommt auf 21.200 Punkte, aber wir müssen natürlich auch bedenken, die Höllenmaschine 7, die hatte drei GeForce 89 Ti, die ebenfalls stark übertaktet waren, aber der Abstand von rund 2000 Punkten fällt nicht allzu dramatisch aus. Wir haben auch einen weiteren Benchmark gemacht, den es damals zur Höllenmaschine 7 noch nicht gab, das ist der TimeSpy, das ist der aktuelle DirectX 12 Benchmark, also hochaktuell, verwendet topmoderne Technik und wir kommen hier auf ein Ergebnis von, lasst mich kurz nachgucken hier, 13.629 Punkten. Okay, sagt einem im ersten Moment natürlich nicht wirklich viel, deswegen gucken wir uns hier nochmal die Details an. Zwei GeForce GTX 1080, alles klar. Und in der Hall of Fame landen wir bei Systemen, die ebenfalls zwei Grafikchips benutzen, auf Platz 16. Und wer jetzt genauer hinschaut, der wird sehen, dass wir damit das schnellste deutsche System haben im TimeSpy weltweit mit zwei GPUs. Aber die Höllenmaschine Ultra VR besteht ja nicht nur aus Prozessor und Grafik. Natürlich spielen auch die Speicherkomponenten, also Arbeitsspeicher, SSDs eine extrem wichtige Rolle bei der Leistungsfähigkeit eines High-End-PCs wie dieser hier.
Also, Michi schaut sich jetzt den Speicher an und wird euch verraten, wie gut das Modell im Vergleich mit der Höllenmaschine 7 abschneidet. Kommen wir zum Arbeitsspeicher. Da messen ja traditionell die Speicherbandbreite. Also wie viel kann der Speicher an die CPU und das System liefern pro Sekunde? Wir hatten hier links die Höllenmaschine 7. Die hat geschafft 57 GB pro Sekunde. Und mit der HMVR sind wir tatsächlich noch einen Tick schneller. Das seht ihr hier rechts. Da kommen wir auf 63 GB pro Sekunde. Schauen wir uns nun die Leistung der SSDs an. Wir haben ja in der Höllenmaschine 7 ebenso wie in der HMVR als Systemfestplatte eine M2 SSD verbaut, und zwar dieselbe, das ist die Samsung 950 Pro. Und wenn ihr jetzt mal seht, wir erreichen auch wieder ungefähr dieselbe Geschwindigkeit. Also hier entscheidend ist der obere Wert, der sequentielle Wert, 2500 MB pro Sekunde beim Lesen, und beim Schreiben sind es ungefähr 1500 MB pro Sekunde. Da hat sich also nicht viel getan. Ist ja auch klar, ist dieselbe SSD. Und dann haben wir für die Datenspeicherung haben wir noch zwei Intel SSDs verbaut, und zwar aus der 5er Serie mit jeweils 1 TB. Und ihr seht hier, die erreicht so eine ganz normale Leistung, die man von einer SATA SSD erwarten würde. Rund 550 MB pro Sekunde beim Lesen und fast 500 MB pro Sekunde beim Schreiben. Als nächstes zeigt euch der Fritz, wie stark erhitzen sich die GPUs, wenn man sie mal belastet. Und wir schauen uns natürlich jetzt auch mal den Stromverbrauch unter Last an. Und ein ganz besonderes Special ist dabei, mit Prime und Firmark werden wir das System voll belasten, also maximal was geht. Und dann schauen wir mal, bei was für einem Leistungsaufnahme wir dann rauskommen. Um die Leistungsaufnahme der Höllenmaschine Ultra VR möglichst praxisnah demonstrieren zu können, haben wir ein Spiel gestartet, genau gesagt Rise of the Tomb Raider, also den neuesten Teil der Tomb Raider Serie, und starten den integrierten Benchmark. Wie gesagt, rechts unten seht ihr die aktuelle Leistungsaufnahme in Watt der Höllenmaschine Ultra VR, also das komplette System. Und links im Bild seht ihr also einen SLI-Balken, der sich immer füllt. Das ist der SLI-Indikator von Nvidia, der anzeigt, hey, das Ding nutzt auch wirklich SLI, beziehungsweise die Anwendung nutzt SLI. Und wir schauen rechts runter auf den Strommesser, sind jetzt bei 560 Watt, 570 Watt. Ich denke, wir werden auch noch die 600er-Marke knacken. Der Benchmark von Tomb Raider, der durchläuft verschiedene Stages, also ist verschieden aufwendig. Wir sind hier in der letzten Stage vom integrierten Benchmark, sind immer noch bei locker flockig über 530 Watt. Und wir sind jetzt mal gespannt, weil wir sind hier am vordersten Teil des Benchmarks. 570 Watt haben wir geknackt. Und haben trotz Screen Capturing natürlich auch noch, haben wir eine Bildrate von durchschnittlich rund 95 Bilder pro Sekunde. Auch cooles Thema, aber wir werden natürlich auch noch Gaming-Videos drehen, wo wir euch die Bildraten zum Beispiel auch in 4K zeigen werden. Als nächstes möchte ich euch den Stromverbrauch der Höllenmaschine Ultra VR demonstrieren, wenn die Kiste wirklich komplett ausgelastet ist. Also wenn die CPU auf 100% läuft und wenn die beiden Grafikkarten nahezu komplett ausgelastet sind. Hierfür nehme ich zwei relativ bekannte Programme. Einmal Prime 95, da werden Primzahlen berechnet, dadurch wird die CPU extrem, also zu 100% ausgelastet. Und zum anderen nehme ich Firmark für die GPUs. Das habe ich natürlich ein bisschen umgestellt, beziehungsweise in Nvidia Systemeinstellungen eben einen alternativen Frame Rendering Mode eingestellt, und zwar den ersten, damit das Programm auch SLI ausnutzt. Das seht ihr ja dann auch wieder am SLI-Balken. Zuerst starte ich Prime 95, klicke hier auf OK, hole mir nebenbei auch noch den Task Manager, um zu schauen, okay, die CPU ist tatsächlich auf 100% ausgelastet. Rechts unten sehen wir den Stromverbrauch, der jetzt schon bei über 500 Watt liegt, und deswegen gehen wir jetzt auch direkt rein in den Firmark. Und da kann es ein paar Sekunden dauern, bis der Benchmark angelaufen ist und wirklich auch
die beiden GPUs nahezu komplett auslastet. Eine 100%ige Auslastung kriegen wir mit Fermat nicht hin, aber wir pendeln da zwischen 93% und 95% Auslastung, also wirklich auch eine sehr hohe Auslastung. Jetzt ist es auch schon soweit, man kann hier oben sehen, GPU Load 93%, 94% und 92% und nebenbei auch noch die Temperaturen der beiden Grafikkarten, die beläuft sich auf 42 Grad bei der ersten Grafikkarte und bei der zweiten Grafikkarte auf 40 Grad Celsius. Aber Stromverbrauch, hier rechts unten, sind wir bei über 730 Watt, 750 Watt. Oh, knacken wir die 760 noch? Haben wir geknackt, ja. Also über 760 Watt Gesamtverbrauch der Höllenmaschine Ultra VR mit unserem Netzteil von Superflower mit 1600 Watt und der 80 Plus Titanium Zertifizierung sind wir also definitiv auf der sicheren Seite und haben auch noch genügend Leistungsreserven, wenn es doch noch zu höheren Spitzen kommen sollte. Und ihr könnt auch sehen, ein 1600 Watt Netzteil verbraucht nicht automatisch 1600 Watt. Also wir sind hier völlig auf der sicheren Seite. Wir verbrauchen knapp 800 Watt und das auch nur in einem simulierten Test, wobei wir CPU und Grafikkarten nahezu komplett auslasten. Also in der Gaming-Praxis, wie ihr vorhin in Tomb Raider gesehen habt, verbraucht ihr deutlich weniger und das Netzteil kann weiterhin effizienter arbeiten. Und zum Schluss unseres Tests kommt noch das traditionelle Wiegen. Fritz, darf ich dich bitten? Hoch damit. Oha. Tja, wir haben ein Gewicht von 40,10 Kilogramm, also trotz der relativ kompakten Ausmaße schon ein wahres Schwergewicht, auch in der Leistungsklasse. Ja, ihr habt gesehen, die Höllenmaschine Ultra VR hat es ganz schön auf dem Kasten, ist ganz schön schnell, in vielen Bereichen schneller als die Höllenmaschine 7. Und das Beste, auch den Stromverbrauch haben wir deutlich runterbekommen, ihr erinnert euch vielleicht, in der Spitze waren es glaube ich 1100 Watt. Und jetzt sind wir bei 800 Watt. Also das ist doch eine sehr gute Arbeit, oder? Und das Beste an dem Ganzen ist ja, ihr könnt das Gesamtpackage im Wert von 20.000 Euro gewinnen. Wie das funktioniert, was ihr dafür tun müsst, das erklärt euch Michi in dem Video, das wir aktuell neben seiner Birne hier einblenden. Oder schaut runter in die Videobeschreibung, dort ist der Link auch nochmal eingefügt worden. Teilnahmeschluss des Gewinnspiels ist der 31. August 2016, also flink die Tasten bemüht und tragt euch ein. Und ihr könnt uns ja auch live auf der Gamescom erleben vom 18. bis zum 21. August in Halle 8 am Case King Stand. Da ist die Höllenmaschine natürlich auch mit dabei, könnt ihr da mal anfassen. Und es gibt auch jede Menge Preise zu gewinnen, unter anderem, Fritz, haben wir 9 Tastaturen oder 10 Tastaturen, richtig. Die könnt ihr gar nicht kaufen. Die gibt es bei unseren Live-Shows zu gewinnen. Die Live-Shows sind jeweils um 13 und um 19 Uhr, glaube ich. Ganz genau. Also schaut auch bei der Gamescom bei Team Hölle vorbei. Bis dahin, macht's gut.